Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung im Rahmen der Tage des Exils. Ich freue mich sehr, dass Sie zugeschaltet haben. Mein Name ist Lothar Dittmer und ich begrüße Sie im Namen des Vorstands der Körperstiftung aus dem Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg, das mit uns gemeinsam diesen Abend ausrichtet. Derzeit finden die vierten Tage des Exils statt. Im Rahmen dieses stadtweiten Programms mit vielen Partnern, Themen und Formaten setzt die Rede zum Exil mit dem sich anschließenden musikalischen Teil einen besonderen Akzent. Das Exil, also das in der Fremde weilen oder verbannt sein, um nur zwei Wortbedeutungen zu nennen, ist immer eine persönliche Erfahrung. Exil bedeutet den Verlust von Heimat, des vertrauten sozialen Umfelds und der Sprache. Es stellt die eigene Identität in Frage. Ins Exil gehen zu müssen, markiert einen biografischen Bruch. In Deutschland ist das Exil untrennbar verbunden mit der großen Welle der Verfolgung und Vertreibung Hunderttausender intellektueller Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Angehöriger jüdischen Glaubens, Sozialdemokraten und Kommunisten, die in den 1930er Jahren vor dem Naziterror in Deutschlands Nachbarländer fliehen mussten, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Es ist ein Kapitel der deutschen Geschichte, das nach dem Krieg zunächst in unserer Erinnerungskultur zumeist verdrängt wurde. Wenn von Vertreibungen die Rede war, dachten die meisten an die Vertreibungen, die nach dem Zusammenbruch des Nazireichs in den ehemaligen, damaligen Ostgebieten einsetzten. Erst seit einigen Jahren ist die Exilgeschichte des 20. Jahrhunderts wieder stärker präsent. Die aktuellen Fluchtbewegungen haben auch in Erinnerung gerufen, dass Deutschland aufgrund der eigenen Geschichte auch eine Verantwortung dafür hat, Menschen Schutz vor Verfolgung im Exil zu bieten. Die Rede zum Exil lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass auch im 21. Jahrhundert Demokratie und Menschenrechte gefährdet sind. An vielen Stellen sehen wir, wie Diktaturen und totalitäre Regime sich über den Globus ausbreiten. Menschen, die Exilanten aufnehmen, sind daher nötiger denn je. Wir hatten uns gewünscht, diese mittlerweile fünfte Rede zum Exil mit dem anschließenden Konzert hier in einem gut gefüllten Theatersaal mit Ihnen gemeinsam erleben zu können. Das ist leider derzeit pandemiebedingt nicht möglich. Wir sind aber froh, dass wir zumindest unsere Rednerin und die Musiker hier versammeln können. Seit 2017 lädt die Körperstiftung dazu ein, mit einer Rede auf die Bedeutung des Exils in Deutschland aufmerksam zu machen. In den letzten Jahren sind die Autoren Ilya Trojanow und Liao Yiwu sowie die Journalisten Can Dündar und Annabelle Hernandez dieser Einladung gefolgt. Wir freuen uns sehr darüber, dass in diesem Jahr Sohre Esmaeli unserer Einladung nachgekommen ist und über das Exil sprechen wird. Ein paar Worte zu Sohre Esmaeli. Frau Esmaeli wurde 1985 in der afghanischen Hauptstadt Kabul geboren. Als sie 11 Jahre alt war, marschierten die Taliban in Kabul ein und errichteten das Islamische Emirat Afghanistan. Frauen durften sich nur noch mit Ganzkörperverschleierung und in Begleitung eines männlichen Mitglieds auf der Straße bewegen. Musik, Sport und Fernsehen waren weitgehend verboten. Viele Universitäten und Schulen waren geschlossen. Sohre Esmaelis Familie entschied sich 1998 zur Flucht. Es folgte eine strapazenreiche, 6 Monate dauernde Reise, die sie durch 5 Länder bis nach Deutschland führte. Fast 2 Jahre lang lebte Sohre Esmaeli in Asylbewerberheimen. Mit 17 wurde sie schließlich als Model entdeckt und startete eine internationale Karriere. Und sie begehrte auch gegen traditionelle Rollenbilder in ihrer eigenen Familie auf und ging ihren eigenen, unabhängigen Weg. Sohre Esmaeli setzt ihre Prominenz sehr bewusst auch für gesellschaftspolitische Ziele ein. Unter anderem ist sie mit der von ihr gegründeten Sohre Esmaeli Foundation und dem Verein Culture Coaches als Sozialunternehmerin aktiv. Mit den Culture Coaches bildet sie migrationserfahrene Mentorinnen und Mentoren aus und setzt sie für eine leichtere Integration Geflüchteter ein. Die Wahlberlinerin unterstützt seit vielen Jahren den Verein Afghanistan Hilfe, die ankommt. Sie ist zudem eines der Gesichter
der von der Bundesregierung initiierten Kampagne Deutschland, Land der Ideen und seit 2014 Antidiskriminierungsbotschafterin des Bundes. Und heute, wie schon gesagt, unsere Gastrednerin für die Rede zum Exil. Neben der Rede von Sohreh Esmaeili dürfen wir uns auf einen herausragenden iranischen Künstler freuen. Majid Derakhshani, der Meister der persischen Musik, wird den Abend mit Gesängen und eigenen Kompositionen abrunden. Majid Derakhshani wurde 1957 in Sangesar im Norden Irans geboren und ist als Ostad, als Meister seines Instruments, der Tar, eines der Gesichter der klassischen persischen Musik. Für seine Zusammenarbeit mit Musikerinnen, die im Iran nicht öffentlich auftreten dürfen, wurde ihm ein Einreise- und Berufsverbot erteilt. Er lebt seit einigen Jahren in Deutschland im Exil. Im heutigen Konzert zum Exil auf der Tar und auf der Setar ergänzt er traditionelle Vertonungen von klassischen Gedichten aus Persien um eigene Inspiration. Mir bleibt an dieser Stelle unser Dank an Frau Werte Schütter, Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters, für die Gastgeberschaft und an Frau Esmaeili und Herrn Derakhshani für ihre Beiträge. Ich wünsche uns allen einen inspirierenden Abend. Als ich eingeladen wurde, die diesjährige Rede zum Exil zu halten, kam mir ein Gespräch in den Sinn, das ich vor einigen Jahren hatte. Dabei wurde mir von einer iranischen Journalistin berichtet, der nicht mehr in sein Heimatland zurückkehren konnte. Er hatte über die Menschenrechtsverletzungen im Iran geschrieben. Wurde zurückkehren, bedeutet dies seine Verhaftung oder sogar sein Tod. Die Geschichte des Journalisten hat in mir verschiedene Gedanken und Bilder ausgelöst. Wie im Iran ist auch in meinem ersten Heimatland, Afghanistan, die Meinungsfreiheit kein hochgehaltener Wert, sondern im Gegenteil, sie ist ein Tabu. Ich weiß, was es bedeutet, ohne sie zu leben. Als der iranische König Reza Pahlavi am 16. Januar 1979 aus dem Iran floh, hofften viele Menschen, dass es ihnen ohne die autoritäre Herrschaft des Königs besser gehen würde. Sie dachten, dass die religiöse Herrschaft ihnen helfen konnte, frei zu sein und als Mensch gesehen zu werden. Aber nach 40 Jahren sehen wir, dass die Gier nach Macht und die Gier nach Geld auch die Menschen vergiftet, die angeben, gläubig zu sein. Obwohl doch genau sie besser als wir, die sogenannten Kafiran, die Ungläubige, die auf der Welt verstreut leben, wissen wollen, dass man nach seinem Tod nichts mitnehmen kann, sondern einzige gute Taten hinterlassen kann. Wenn eine Regierung die eigene Bevölkerung nicht gut behandelt, welche Erwartungen kann man haben, wie sie mit Menschen anderer Nationen umgehen? Das war das zweite Bild, das in meinen Kopf gekommen ist. Ich habe an die Menschen gedacht, die aus Afghanistan in den Iran geflohen sind und dort hofften, im Exil in Sicherheit zu leben zu können. Aber das Gegenteil ist der Fall. Afghanen im Iran haben keine Rechte, erleiden schwere Repressionen. Sie sind Menschen zweiter Klasse, leben unter unwürdigen Bedingungen. Misshandlungen waren und sind nicht selten. Tatsächlich wird die Situation immer gefährlicher. Für Afghanen bedeutet ein Leben im Exil im Iran ein Leben in Angst. Und das, obwohl sich die Gesellschaften doch gar nicht so fremd sind. Sie haben die gleiche Religion, die gleiche Sprache wie Deutschland und Österreich. Diese Grausamkeiten machen auch mir Angst und es macht mich wütend, denn wer weiß schon etwas über die Situation von Afghanen im Iran? Wer berichtet darüber? Natürlich kann ich gut nachvollziehen, wenn ein Journalist aus dem Iran im Exil lebt und was er alles durchgemacht hat. Aber in welches Exil können die im Iran lebenden Menschen
aus den Nachbarländern gehen, die weiterhin in höchster Gefahr leben. Haben die Journalisten sich einmal gefragt, wie die Menschen aus der Nachbarschaft behandelt werden? Oder geht es immer nur um sich selbst und das eigene Leben? Ich denke, die Natur des Menschen ist anders. Sie besteht unabhängig von Hautfarbe, Sprache und Nation. Und das Problem ist, dass wir dies immer noch nicht begreifen. Rassistisch und diskriminierende Strukturen prägen die meisten Länder so tief, dass es nicht möglich ist, Frieden zu schaffen und den Bürgern und Bürgerinnen eine Heimat zu bieten. Aber dennoch, ein Leben im Exil ist doch besser als gar kein Leben. Das dritte Bild, das mich in dem Moment beschäftigte, war der Gedanke an die Menschen, die ihre Heimatland nicht verlassen können. Unter Hafizullah Amin in den späten 70er Jahren in Afghanistan wurden 12.000 Menschen, häufig Männer, die unter Verdacht standen, Regimegegner zu sein, mitten in der Nacht entführt. Die Familien hörten nie wieder etwas von ihnen. Bis heute wurde weder Spuren noch Leichen gefunden. Im Jahr 2020 wurden 8 Journalisten und Journalistinnen umgebracht und 19 stark verletzt wurden. Manche von ihren Gesichtern waren mir bekannt. Sie waren jung und motiviert. Sie wollten etwas verändern. Sie waren nicht geflohen, weil sie ihrem Heimatland und den dort lebenden Menschen helfen wollten. Aber wie damals, Ende der 70er Jahre, gibt es auch heute noch genug Menschen, die sich gegen Freiheit und Menschenrechte stellen. Viel hat sich nicht verändert. Ich sehe das Leben im Exil als ein zweites Leben. Man bekommt eine zweite Chance, während viele andere Menschen umgebracht wurden, ohne jemals die Wahrheit zu erfahren und die Freiheit zu spüren. Das Land, aus dem die Menschen fliehen, ist das eigentliche Exil, weil die Wahrheit und die Gerechtigkeit unterdrückt werden, ausgeschlossen von der ganzen Welt und von allen misstrauisch beäugt. Was macht das mit den Menschen, wenn sie in ein zweites Leben geworfen und entwurzelt werden, nicht mehr dort und nicht mehr hier sind? Dieses Gefühl habe ich in einem Zitat auf eine besondere Weise formuliert gelesen. Ich habe manchmal Heimweh. Ich weiß nur nicht, wonach. Masha Kaleko, 1945. Die Dichterin, deren Werke von den Nationalsozialisten verboten wurden, bringt auf den Punkt, was Zerrissenheit bedeutet. So ging es mir selbst auch häufig. Ich hatte oft Heimweh, aber ich fragte mich dann, wonach? Nach der Vergangenheit? Nach einer nicht so schönen Kindheit? Nach einem Land, in dem ich als Mensch keine Stimme und Rechte hatte? Einem Land, in dem ich mich als zweitrangige Person gefühlt habe? Heimweh nach einem Ort, an dem mir als Frau meine Würde und Rechte genommen wurde? Überhaupt eine Frau zu sein? Heimweh nach einem Ort, an dem Frauen nur die Töchter oder die Frauen von ... sind? Ein Ort, der von Männern dominiert ist? Als junges Mädchen wollte ich gar keine Frau mehr sein. Ich wollte nur noch ein freier Mensch sein. Die Menschen in meiner ersten Heimat haben mir doch als Frau nie ein Heimatgefühl gegeben. Daher fühlte mich oft in Luft hängen und ohne Wurzeln. Aber mein Herz ist trotzdem bei den Menschen in Afghanistan und ich möchte ihnen als Mitmenschen helfen. Es ist verwirrend. Meine Eltern und ich sind vor 21 Jahren aus Afghanistan geflohen. Und trotzdem, meine Eltern haben immer noch die Hoffnung, eines Tages zurückzukehren und sich dort ein Leben aufzubauen. Sie wollen mit der Vergangenheit nicht abschließen, halten an ihren Traum fest und schmieden Pläne. Mit dieser Haltung sind meine Eltern nicht alleine. Ich kenne sie von vielen Geflüchteten. Wie viel Leben können wir leben? Nein, ich will nicht mehr zurück. In Afghanistan werde ich als Tabubrecherin angesehen.
Ich wollte sofort gesteinigt werden. Ich spürte bereits als Kind, dass meine Gedanken nicht mit dem übereinstimmt, was meine Eltern oder Familie von mir erwartet. Ich erinnere mich, wie ich als Sechsjährige meine Schwester fragte, warum ich mit den Söhnen unserer Gäste nicht spielen durfte. Die Antworten klangen für mich unsinnig. Mir wurde gesagt, ich würde meinen Wert als Frau verlieren und die Würde meiner Brüder würde dadurch verletzt werden. Und im schlimmsten Fall würden sie mir etwas antun. Auch wenn die Antworten für mich nicht nachvollziehbar waren, so sind sie doch Realität vieler Menschen. Bitte behalten Sie dies in Erinnerung. Wenn Menschen mit einer solchen Haltung nach Deutschland kommen, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Integration schwierig ist. Vor meinen Eltern war sie schwierig. Sie sind mit einem großen Misstrauen gekommen. Aber worin liegt die Wurzel dieses Misstrauens? Krieg, fehlende Bildung, Armut. Ich habe als Kind viel Zeit mit mir alleine verbracht und über unser Leben nachgedacht. Ich habe alles in die Frage gestellt und auf fast jede Antwort folgte in meine Gedanken eine Aber, warum? Über das Warum konnte ich mit niemandem reden. Also habe ich versucht, Antworten zu finden, indem ich den Erwachsenen beim Gespräch zugehört habe. Was sie sagten, klang in meinen Ohren nach einer harten Zukunft. Eine Zukunft, die nur mit Gewalt und Unterdrückung funktioniert. Wenn Frauen bei uns zu Besuch waren, haben sie sich gegenseitig ihre Leid geklagt. Ich glaube, es war für sie wie eine Therapie, miteinander zu sprechen und sich gegenseitig Trost zu geben. Als Kind wünschte ich mir eine Zukunft in Freiheit, frei von einem Ehemann, frei von Kindern. Ich wollte mich selbst und die Welt entdecken. Ich sehnte mich nach jungen Eltern und einer gebildeten Familie. Wie sehr wünschte ich mir, nicht das siebte und jüngste Kind in einer Familie zu sein und keine vier ältere Brüder zu haben, die mir doch selbst als Erwachsene vorschreiben würden, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich wünschte mir vor allem wahre Liebe und Geborgenheit. Aber die gab es nicht. Nicht nur für mich, auch nicht für meinen Bruder. Dankbar zu sein war das Wichtigste in unserer Erziehung. Mit Dankbarkeit sind wir groß geworden. Und ja, in meinem Leben hat es mir viel geholfen, dankbar zu sein und anspruchslos durch das Leben zu kommen. Aber irgendwann merkt man, dass man bei Ungerechtigkeit und Gewalt nicht mehr dankbar sein kann. Mit solchen Erfahrungen haben wir uns auf den Weg nach Deutschland gemacht. Mit der Erfahrung des Bürgerkriegs, der Taliban und einer zerrissenen Familie. So konnten wir keine Sicherheit und Perspektive in Afghanistan finden. Deswegen haben wir das Land verlassen. Die sechsmonatige Flucht mit russischen Menschenhändlern, Aufenthalten im Gefängnis und der Erfahrung, monatelang eingesperrt zu sein, hat mich gestärkt, meinen Wunsch und meine Hoffnung in Deutschland anzukommen und ein neues Leben aufzubauen, wuchs mit jedem Tag. Meine Familie und ich haben viel verloren. Das ist der Preis, den man zahlt für ein neues Leben in Freiheit. Aber ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich zu kämpfen. Es lohnt sich, nicht ein Leben in Unterdrücken zu führen. Sei es unter Druck in der Gesellschaft oder unter Druck in der Familie. Aber auch auf der Flucht ist mir das rassistische Verhalten unter den Geflüchteten selbst aufgefallen. Als wir auf den Grenzen von Ungarn und Slowakei in einem LKW mit etwa 60 weiteren Geflüchteten aus den unterschiedlichsten Nationen unterwegs waren, aus dem Iran, Afghanistan, aus Sri Lanka, da habe ich beobachtet, wie geflüchtete Afghanen über die Hautfarbe die Menschen aus Sri Lanka gelacht haben und sie hin und her geschubst haben. Und die Afghanen, die aus dem Iran geflüchtet waren, wollten Rache nehmen an die Geflüchteten aus dem Iran.
Sie haben ihnen Vorwürfe gemacht, wie schlecht ihr Land Afghanen behandeln wurden. Sie als Faschisten beschimpft. Wie kann das sein? Auf der Flucht? Wir saßen doch alle im gleichen Boot. Auf einmal fühlten sie sich alle mächtig und suchten nach Gerechtigkeit. Ich habe darüber die ganze Reise lang nachgedacht, bis wir Deutschland erreicht haben. Liebe im Exil, liebe lebendig und die Welt ein kleines Stückchen ändern als tot und nutzlos sein. Vielleicht hat das Exil Maca Kaleko zu dem gemacht, wer sie war. Ich wollte dem Gefühl Heimweh ein Ende setzen, indem ich mich in Deutschland erneuert gefunden habe und meinen Sinn des Lebens erkannt habe. Ich hatte keinen Einfluss darauf, wo ich geboren bin, aber ich habe einen Einfluss auf das Hier und Jetzt. Ich kann hier was verändern und das tue ich. Das fühlt sich nach einem echten Leben an. Mir haben die Menschen hier eine gesunde Grundlage verschafft. Deutschland hat mir mit seinem System und Gesetzen Schutz und Sicherheit gegeben. Nicht mein Clan-Gesellschaft aus Afghanistan. Ja, die Kafiren haben mir als Muslimin Religionsfreiheit gegeben. In Afghanistan wurde am 6. November 1998 zwischen 4.000 bis 5.000 Menschen ermordet, weil sie Hazara und Schiiten waren. Ja, ich habe ein besseres Leben im Exil. Exil hat nicht alleine mit einem Ort zu tun. Hinter jedem Leben im Exil steckt viele menschengemachte Auslöser, wie Rassismus, Diskriminierung, Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Armut und Gewalt. Aber etwas ist am Ende doch größer als alle Erniedrigungen. Und das ist der Wunsch nach Freiheit. Diese Sehnsucht ist sehr stark. Sie kann Menschen antreiben, kann Hoffnung stiften, Ziele setzen. Exil bedeutet auch Kraft und hat die Energie, diese Freiheit zu suchen und zu finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
Thank you.
من دل دار من رام در آ در کار من در کار من تویی تویی گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من درویش من درویش من مرو مرو از پیش من از پیش من تویی تویی هم خیش من تویی تویی هم کیش من هم خیش من محرم شوی محرم شوی محرم شوی روز و شبم مونس توی مونس توی دام مرا خوش آهوی خوش آهوی ای فخر من سلطان من سلطان من فرمانده و خاقان من خاقان من چون سوی من میلی کنی میلی کنی روشن شود چشمان من روشن شود چشمان من چشمان من توی غمخوار